Der Dampfdruck hat eine zentrale Bedeutung der Thermodynamik. Wenn Sie wissen wollen, wie hoch der Druck etwa in einer Flüssiggasflasche ist oder in einem Gasfeuerzeug, oder wenn Sie darüber diskutieren, wie die relative Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre ist, dann kommen Sie um den Dampfdruck nicht herum. Wenn wir bei 20 Grad Wasser in ein evakuiertes Gefäß geben, dann wird der Druck in der Gasphase langsam ansteigen. Wasser wird so lange verdunsten, bis der Partialdruck des Wassers in der Gasphase exakt 23 Millibar beträgt. Wir haben jetzt ein Gleichgewicht zwischen kondensierter Phase und Gasphase. Der Partialdruck, der im Gleichgewicht über der kondensierten Phase herrscht, nennt man Dampfdruck. Der Dampfdruck des Wassers bei 20 Grad beträgt 23 Millibar. Dieser Dampfdruck ist unabhängig davon, ob irgendwelche inerten Komponenten noch im System sind. Wenn wir Wasser in ein Gefäß geben, welches mit trockener Luft gefüllt ist, wird sich exakt derselbe Partialdruck einstellen. Wenn der Partialdruck kleiner ist als der Dampfdruck, nennen wir das Untersättigung. Wenn der Partialdruck gleich dem Dampfdruck ist, nennen wir das Sättigung oder 100% Luftfeuchtigkeit im Beispiel des Wassers. Wenn der Partialdruck größer ist als der Dampfdruck, haben wir Übersättigung. Der Dampfdruck entspricht einem dynamischen Gleichgewicht. Die Verdunstungsrate, hier blau gezeichnet, ist genauso groß wie die Kondensationsrate, hier rot gezeichnet. Der Dampfdruck ist deshalb so bedeutend, weil er ein Maß für die Fluchttendenz eines Moleküls aus einer kondensierten Phase darstellt. Also ein Maß für das chemische Potenzial, ein Maß für die Instabilität. Je größer der Dampfdruck, desto lieber möchte die Substanz aus der kondensierten Phase flüchten, desto höher ist das chemische Potenzial, desto höher ist die Instabilität. In der Tat kann der Dampfdruck des Wassers gesehen werden als Gleichgewichtskonstante der Reaktion. Flüssiges Wasser geht über zu gasförmigem Wasser. Wenn wir die Gleichgewichtskonstante ganz klassisch formulieren, dann müssen wir die Konzentration des flüssigen Wassers als Molenbruch formulieren. Bei reinem flüssigem Wasser ist das gleich 1. Die Konzentration des gasförmigen Wassers ist gleich dem Partialdruck im Gleichgewicht. Das chemische Potential des gasförmigen Wassers ist direkt verknüpft mit dem Partialdruck des gasförmigen Wassers. Im Gleichgewicht ist das chemische Potential des flüssigen Wassers genauso groß wie das des gasförmigen Wassers. Im Gleichgewicht ist das chemische Potential des flüssigen Wassers mit dem Dampfdruck über der kondensierten Phase verknüpft. Der Dampfdruck hängt ab von der Flüchtigkeit der Komponente, also von der Verdampfungsenthalpie. Der Dampfdruck hängt ab von der Reinheit der kondensierten Phase. Je kleiner der Molenbruch der Komponente in der kondensierten Phase ist, desto kleiner ist auch der Dampfdruck der Komponente über der kondensierten Phase. Dies wird durch das erste Rausche Gesetz beschrieben. Dampfdruck und Konzentration in der kondensierten Phase sind proportional. Der Dampfdruck hängt in geringem Maße auch ab von der Krümmung der Oberfläche. Über einer ebenen Wasseroberfläche haben wir bei 20 Grad einen Dampfdruck von 23 Millibar. Der Dampfdruck erhöht sich, wenn wir zu sehr kleinen Tröpfchen übergehen. Kleine Tröpfchen sind kinetisch instabil. Der Dampfdruck darüber ist höher als über einer ebenen Oberfläche. Der Dampfdruck hängt vor allem von der Temperatur ab. Es gibt zahlreiche Gleichungen, die den Zusammenhang zwischen Temperatur und Dampfdruck quantitativ beschreiben. Eine dieser Gleichungen ist die Gleichung von Clausius und Clapeyron, die wir jetzt ableiten wollen. Wir betrachten eine Gasphase und eine kondensierte Phase im Gleichgewicht. Wir haben die Übergangskomponente I, die von der Phase Alpha in die Phase Beta wechseln kann und umgekehrt. Für die freie Enthalpie der Komponente in den einzelnen Phasen gilt die vierte Gibbsche Fundamentalgleichung. Wenn wir beide Gleichungen voneinander abziehen, erhalten wir die Stabilitätsdifferenz zwischen den beiden Phasen. Delta V ist das Phasenübergangsvolumen, Delta S ist die Phasenübergangsentropie. Im Gleichgewicht ist dieser Ausdruck gleich 0 und wir erhalten die Clapeyronsche Gleichung. Die Clapeyronsche Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Temperatur und Druck für ein Phasengleichgewicht. Wir haben die Entropieänderung für die Phasenänderung, dividiert durch die Volumenänderung der
Phasenänderung. Die Entropieänderung können wir auch durch die Enthalpieänderung dividiert durch die Temperatur ausdrücken. Die Clapeyron'sche Gleichung beschreibt also die Steigungen der Kurven im PT-Diagramm. Die Steigung der Dampfdruckkurve ist durch die Verdampfungsenthalpie und das Verdampfungsvolumen bestimmt. Die Steigung der Sublimationsdruckkurve und der Schmelzdruckkurve durch die entsprechenden Enthalpien und Volumina. Die Steigung der Schmelzdruckkurve ist fast konstant. Nach Clapeyron errechnen wir für die Steigung der Schmelzdruckkurve von Wasser einen negativen Wert, weil sich das Volumen beim Schmelzen verringert. Wasser ist hier eine Ausnahme. Wir benötigen einen Überdruck von 137 bar, um den Schmelzpunkt von Wasser um 1 Kelvin zu erniedrigen. Die Steigung der Dampfdruckkurve und die Steigung der Sublimationsdruckkurve ist nicht konstant, weil die Volumenänderung stark vom Druck abhängt. Wir können jedoch auch hier eine lineare Beziehung finden, wenn wir als Volumenänderung das Volumen eines idealen Gases einsetzen. Dieser Ansatz resultiert dann in die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung. Wenn wir den Logarithmus des Dampfdruckes gegen den Kehrwert der Temperatur auftragen, erhalten wir gerade, wenn Steigung minus Verdampfungsenthalpie durch Gaskonstante entspricht. Wir können die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung auch integrieren. Wir erhalten dann direkt eine Beziehung zwischen Dampfdruck und Temperatur. Beachten Sie, dass die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung zwei Näherungen impliziert. Wir haben ein ideales Gasverhalten und wir haben eine konstante Verdampfungsenthalpie. Mithilfe der Clausius-Clapeyron'schen Gleichung können wir zum Beispiel den Druck in einem Butanfeuerzeug ausrechnen, also den Dampfdruck über flüssigem Butan bei 25 Grad. Wir brauchen dazu die Verdampfungsenthalpie von Butan und wir brauchen den Siedepunkt von Butan bei einem bar Druck, entsprechend dem Wertepaar 273,5 Kelvin und dem dazugehörigen Dampfdruck von 1 bar. Eingesetzt in die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung ergibt sich für 25 Grad Celsius ein Dampfdruck von 2,3 bar. Genauere Werte für den Dampfdruck erhalten wir mit empirischen Gleichungen, etwa mit der Gleichung von Antoine, die die Dampfdruckkurven mathematisch an eine Funktion anpassen und dann für jede Flüssigkeit Konstanten tabelliert. Die Sublimationsdruckkurve ist steiler als die Dampfdruckkurve, weil die Sublimationsenthalpie größer ist als die Verdampfungsenthalpie. Wir können Sublimationsdruckkurve und Dampfdruckkurve in den instabilen Bereich hinein verlängern und erhalten dann zum Beispiel für flüssiges Wasser bei minus 5 Grad einen Dampfdruck von 422 Pascal. Das Wasser ist hier metastabil. Es kann sich stabilisieren, indem es in festes Wasser übergeht. Über festem Wasser bei minus 5 Grad haben wir nur einen Druck von 401 Pascal. Ein weiteres Mal bedeutet, dass der Dampfdruck ein Maß für die Instabilität ist. Je geringer der Dampfdruck, desto geringer das chemische Potenzial. Bei 0 Grad Celsius ist der Dampfdruck über flüssigem und festem Wasser gleich groß. Beide Phasen stehen im Gleichgewicht. Das Schmelzen von Eis ist ein Phasenübergang erster Ordnung. Bei der entsprechenden Phasenübergangstemperatur ändern sich zahlreiche Zustandsgrößen sprunghaft, etwa das Volumen oder die Enthalpie. Festes Polystyrol verändert seine Eigenschaften bei 100 Grad von einem glasartigen, recht spröden Zustand zu einem mehr weichen, gummielastischen Zustand. Es ist ein Phasenübergang zweiter Ordnung. Wir haben eine Glasübergangstemperatur und wir haben eine Unstetigkeit in der Volumen- und Enthalpiekurve. Der Dampfdruck ist der Partialdruck über einer kondensierten Phase im Gleichgewicht. Der Dampfdruck ist ein Maß für die Instabilität, ein Maß für das chemische Potenzial in der kondensierten Phase. Der Dampfdruck ist stark abhängig von der Temperatur, beschreibbar zum Beispiel durch die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung.